Hallihallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Channel-Botschaft hier wie jeden Montag. Und das ist die Nachricht von deinem Herzensmenschen. Wir wollen jetzt hier drauf schauen, was dein Herzensmensch dir Schönes zu sagen hat, ne, was er dir vielleicht auch oder was sie dir vielleicht auch im Weltlichen gerade nicht mitteilen kann oder sagen kann, aufgrund von Ängsten, aufgrund von Schüchternheit. Ne, sowas kann ja auch sein. Nicht jedes Gegenüber ist ja so bereit, irgendwas so ja frei rauszusagen, was man wirklich fühlt für den anderen. Und dazu sind wir dann da. Ne, wir machen hier die Channel-Botschaft. Ich verbinde mich jetzt hier gleich mit einer Seele vom Kollektiv und werde dir diese Nachricht übermitteln. Du schaust bitte wirklich mit einem gesunden Menschenverstand auf diese Legung. Ne? Du guckst, ist das jetzt meine Botschaft von meinen Herzensmenschen oder nicht? Ne? Und wenn es nicht deine Botschaft ist, dann ist es nicht so schlimm. Ich mache jeden Monat, nicht jeden Monat, sondern jeden Montag eine Nachricht von deinem Herzensmenschen. Und da kannst du immer wieder drauf schauen, ob es deine Botschaft ist oder nicht. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, so eine Videobotschaft, wie ich es jetzt gleich hier mache, in Bezug auf deinen Herzensmenschen zu buchen bei mir. Dazu findest du alle Daten hier unten in der Infobox. Und wenn du natürlich, wie gesagt, merkst, es ist nicht meine Legung, ne, dann mach dir hier bitte auch nichts passend. Wenn du jetzt ein Mann bist und als Mann hier zuschaust bei dieser Legung, kann es auch eine Nachricht von deiner Herzensdame sein oder auch deine eigene Nachricht. Ne? Auch für euch Frauen kann es sein, dass ich mich vielleicht auch mit eurer Seele verbinde und da irgendwie eine Nachricht raushole. Das ist alles möglich. Ja? So. Genau, so, ich würde sagen, ich fange mal an. Ich lasse mich jetzt hier wie immer führen von oben und werde anhand von Karten und von Channeling werde ich jetzt hier eine Nachricht übermitteln. So, ich bin gerade dabei, mich zu verbinden. Okay, ich bin verbunden. Ich sehe hier jemand mit entweder mit grauen Haaren oder mit wenig Haaren und mit blauen Augen, kann ich schon mal sagen. Ne? Es hat sich mir gerade ein Gesicht gezeigt. Muss aber nicht jetzt für jeden sein. Ne? Ich möchte dir gern sagen, dass ich es bedauere, was ich hier in der Vergangenheit in deine Richtung getan habe. Dass ich bedauere, dass ich nicht mehr unternommen habe. Dass ich es bedauere, dass ich dich einfach links liegen gelassen habe und du in die ganze Sache Geduld reingesteckt hast. Und ich wollte das nicht sehen. Ich war in meiner eigenen Welt gefangen und wollte nicht sehen, was du mir die ganze Zeit gegeben hast. Und jetzt... Ja, jetzt bedauere ich ganz einfach, dass ich jetzt hier warte, dass ich jetzt hier an dieser Stelle bin, wo du damals gewesen bist. Ich möchte dir gerade sagen, dass ich extrem Liebeskummer nach dir habe, dass es total anstrengend ist, sich vorwärts zu bewegen. Manchmal fühle ich mich so, als hätte ich hier so einen ganzen Rucksack mit mir rumzutragen, was ich anderen angetan habe, was ich den anderen für Verletzungen zugefügt habe und was ich vor allem, ich kann gar nicht so richtig reden, weil mir ganz einfach die Spucke im Hals hängen bleibt, wenn ich hier darüber rede, wenn ich hier an diese Dinge denke, die mir so einen richtigen Kummer, so einen Stich ins Herz versetzt. Es fühlt sich gerade total schwer an, auch was ich dir angetan habe, mit diesem ganzen Gepäck hier irgendwie durchs Leben zu gehen. Ich bereue das alles. Ich bereue das alles, was ich getan habe. Und ich denke, es ist ja mein Schicksal, ja, diese Läuterung jetzt hier einfach mal in mein Leben reinzubekommen, weil ich es nicht anders gemacht habe. Ich denke, das ist gerade Schicksal, was ich hier jetzt zurückkriege.
Im Moment bin ich hier noch unentschlossen, welchen Weg ich gehen soll. Ich bin gerade noch am Hin und Her jonglieren. Ja, was ich hier unternehmen kann in deine Richtung. Ich würde gern mit einer Kommunikation auf dich zukommen, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit einer Kommunikation auf dich zukomme, habe ich Angst, dass du mir hier diesen Bumerang zurückwerfen tust und ja, aber mit einer geballten Aggressivität. Ja, dass du sagst, hier, ich will dich ganz einfach nicht mehr und das würde mir echt das Herz zerbrechen. Das würde mir das Herz zerbrechen. Und davor habe ich einen riesen Schiss, überhaupt auf dich zuzukommen. Gerade weil es hier noch diese Situation ist, wo man sich hier gefangen fühlt, gebunden fühlt in einer Situation. Und doch möchte ich hier irgendwie aus diesen ganzen Gedankenmustern rauskommen. Ja, ich möchte sehen, was ist, wenn ich auf dich zukomme? Was wirst du überhaupt unternehmen? Wirst du überhaupt etwas machen? Wirst du mir überhaupt antworten oder wirst du mich einfach nur links liegen lassen? Gott, das sind so viele Karten, mein Lieben, aber ich werde gucken, dass ich die alle deuten kann. Also hier hat jemand ganz viel zu sagen. Okay, ich gehe wieder zurück. Wir fangen an. Ich möchte dir gern sagen, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht, dass ich ja gerade so auf der Durchreise bin, dass ich einfach gerade schaue, in welche Richtung ich überhaupt noch gehen kann. Vor allem, was meine Gefühle betrifft, meine Emotionen. Ich bin mit vielen unzufrieden in meinem Leben, wie es bis jetzt gelaufen ist. Und ja, ich weiß, es liegt ja an mir. Es liegt an mir. Weil ich ganz einfach immer dieser Mensch war, der manipulativ war, der ja, der einfach von Leidenschaft besessen war, der nicht mehr wollte als nur das eine oder einfach an sich immer wieder gedacht hat. Ja, das habe ich jetzt erkannt. Ich habe erkannt, dass ich dir nur Dinge geboten haben, die unzufrieden waren. Und ja, und doch möchte ich es versuchen, hier daran zu arbeiten, dass wir doch noch eine glückliche Familie werden können. Ich habe erkannt, dass du meine große Liebe bist und dass du einfach meine Herrscherin bist, dass du der Mensch bist, der zu mir gehört, auch wenn ich es vorher nie erkennen wollte. Und ja, ich weiß auch, dass ich mich hier immer wieder wegbewegt habe, wenn es hier drauf ankam, ja, wenn es hier am schönsten war, dann habe ich alles genommen und bin gegangen. Ja, und ich kam später wieder auf dich zu. Und ich kann es verstehen, dass du noch auf mich sauer bist, dass du es auch nicht mehr haben möchtest. Aber es liegt auch an dir selber, ob du das noch möchtest mit mir oder nicht. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit, zwar hier nicht in den Krieg zu ziehen, aber das Ganze anzugehen. Und ich bin bereit für das, was du mir zu sagen hast. Und ich kann es verstehen, wenn du mir mit Konflikten und Streit entgegenkommst. Ja, wenn du sagst, geh doch lieber zu deinen anderen. Das kann ich verstehen. Und trotzdem möchte ich dir hiermit mitteilen, dass du mir sehr wichtig bist. Und ich weiß, dass du dich hier mit all diesen Zweifeln, mit diesen Ängsten beschäftigen musstest, dass du versucht hast, hier wirklich Ordnung in dein Leben reinzuschaffen, was ich bis jetzt noch nicht geschaffen habe. Ich denk, bin zurzeit sehr pessimistisch eingestellt. Ich denke sogar, es ist hier zu spät für uns. Es ist einfach zu spät für uns, ja. Aber ich will es trotzdem versuchen. Ich will trotzdem irgendwie, und wenn es einfach nur das ist, dass ich hier in unser Leben Ordnung schaffen kann. Ja, dass ich das Ganze hier wieder in die Kraft bringe, dass ich einfach mal meine eigene Größe jetzt zeige dir gegenüber. Und ja, es ist eine lange Zeit her bei uns. Es kann manchmal sogar schon 10 bis 20 Jahre her sein. Oder halt auch wirklich länger oder kürzer. Aber ich bin durchsetzungsfähig. Du weißt, ich bin ja jemand, der ein dickes Fell hat. Ja, der hier viel annehmen kann und aufnehmen kann und ja, der manchmal zu viel in seiner eigenen Größe lebt. Ja,
Aber ich möchte das hier irgendwie auch bereinigen, diese ganze Angelegenheit zwischen uns. Und bin auch dazu bereit. Ich bin dazu bereit, meine Männlichkeit mal zu verkörpern, jetzt wirklich mal meinen Mann zu stehen und dass hier ganz einfach mal etwas in Bewegung kommt. Ich möchte aktiv werden jetzt. Und ja, ich bin einfach ein bisschen anders geworden als vorher. Ich bin jetzt spiritueller geworden, ich weiß. Ich lege jetzt viel Vertrauen in das, was ich tue, in das, was ich mache und in das, was mir auch reinkommt. Und ich weiß, ich bin auch trotz alledem beschützt. Ja, auch wenn du mich hier, ja, auch wenn du mir hier einfach einen Stich ins Herz jagen könntest mit der ganzen Sache, die ich dir angetan habe, aber ich weiß, ich kann hier vertrauen. Und ich weiß, auch du bist beschützt und kannst hier vertrauen auf das All, das Ganze, ja. Und ich möchte jetzt einfach auf dich zukommen. Ich möchte die Zügel jetzt in die Hand nehmen und einfach vorwärts gehen. Ich möchte gucken, ob ich noch eine Chance habe, ob das Ganze überhaupt noch eine Chance mit uns hat. Und möchte dir gerne ein Angebot machen, mich mit dir verabreden oder dass wir uns einfach mal sehen können und den ersten Schritt wagen können, ja. Und ja. Jetzt wünsche ich mir eine Verbindung mit dir. Jetzt würde ich gerne mit dir zusammenhalten und ich weiß aber nicht, ob es schon zu spät ist. Was möchte ich dir noch sagen? Ich möchte dir so vieles sagen. Ich möchte dir sagen, folge der Stimme deines Herzens. Ich möchte dir sagen, ja, ich hoffe, du kannst loslassen und dass alles gut werden wird, dass du dich mir wieder hingeben kannst. Ich würde dir auch gern sagen, dass ich dich spüre, auch wenn wir zurzeit nicht vereint sind, auch wenn wir uns zurzeit nicht sehen. Und trotz alledem habe ich dich durch all die Raum und Zeit hier immer wieder bei mir gehabt. Ich möchte dir gern sagen, wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich einfach in meine Arme sinken. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Und mir ist es aber auch wichtig, dass du dir selber treu bist. Ja? Ich möchte, dass du dir selber treu bist im Leben und das machst, was du halt wirklich möchtest. Und ich möchte dir auch noch sagen, ja, dass es mir leid tut, dass ich all die Zeit keine Beziehung mit dir haben wollte und ja, dass ich dich hier die ganze Zeit belogen habe und enttäuscht habe. Und ja, ich möchte dir sagen, dass ich durch dich erstmal jetzt erfahren habe, was überhaupt Liebe ist. Dass ich die ganze Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und ja, dass mich hier die Liebe wieder zu dir getroffen hat. Ja, dass mich die Liebe zu dir richtig getroffen hat. Und zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Aber dich auch verstehen kann, wenn du das nicht mehr mit mir möchtest. Ja, und trotzdem spüre ich diese Liebe zu dir. Wow, meine Lieben, was für ein Orakel, oder? Krass. Also hier scheint sich wirklich um einen Menschen zu handeln, den du schon länger nicht gesehen hast, schon länger nicht gesprochen hast, der ein Mensch aus der Vergangenheit ist, zu dem du gerade vielleicht auch keinen Kontakt hast. Und dieser Mensch bereut zutiefst, was er gemacht hat, ne? Also sehr zutiefst. Aber, ja, es ist, wie es ist, gell? Es ist, wie es ist. Ich möchte mal wissen, mit welcher Runenkraft dieser Mensch auf dich zukommt. Mit welcher Kraft kommt dieser Mensch auf dich zu? Geerdet. Dieser Mensch kommt geerdet auf dich zu. Dieser Mensch kommt in Harmonie auf dich zu, dir die Hand zu reichen. Der kommt in die Handlung, der will eine harmonische Verbindung zu dir und der weiß, es könnte ja wirklich reinhageln. Es könnte ja reinhageln mit der Energie. Also der kommt so wie die Hakalas, kommt der rein zu dir und du wirst erstmal richtig aus allen Wolken fallen. Na? Also das habe ich hier so im Gepäck. Wow, krasse Botschaft, ihr Lieben. Also ihr könnt mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, bei dem, wo es schon eingetroffen ist und bei dem, wo es noch eintreffen wird. Also da bin ich echt mal gespannt, was ihr mir sagen werdet. Ja. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen ganz, ganz wundervollen Tag mit dieser reingehagelten Energie und eine schöne Zeit vor allem. Ne? Alles, alles Liebe euch. Ciao.